finalwürdigen Auftrittsapplaus für die erste Finalistin, für die Dame aus Berlin, für Fee! Dankeschön. Oh, wie höflich, eine Antwort. Ja, der Text ist jetzt etwas ernster, ist vielleicht untertrieben. Es geht um meinen Lieblingsmythos. Ich habe das vorhin schon erwähnt, ich mag Bildung. Meinem Lieblingsmythos geht es um Medea. Das ist die Frau, die aus Eifersucht ihre eigenen Kinder getötet hat. Und ich habe mir immer schon gedacht, dass man diesen Mythos auch super in der Bildzeitung lesen könnte. Und wahrscheinlich unsere Reaktion darauf irgendwie ganz ähnlich wäre, weil das so was Menschliches ist. Einfach Dinge, mit denen man nicht klarkommen kann, erstmal von sich wegzuschieben. Und deshalb ist der Text so eine Mischung geworden aus dem Mythos und der Geschichte, die so heute in der Zeitung stehen könnte. Und er ist immer noch Medea. Ich bin das Böse. Ich bin die Mutter, die ihre eigenen Kinder tötet. Ich bin die Nacht. Ich bin vollkommene Dunkelheit. Ich bin verletzte Liebe, panische Wut. Ich bin der Feind. Ich bin das Gegenteil von gut. I am the dark side, aber du bist nicht das Licht. In der Zeitung ein Bild, ein farbloses nur. Darauf eine Frau, der Blick fremdländisch und wild, dunkle Locken, schlanke Figur. 1000 Köpfe, die sich schütteln. 1000 Mal, wie kann man nur? 1000 Tränen, die 1000 Körper durchrütteln. 1000 Leser und kein Warum. Nur ein Bild. Die ist es gewesen. Eine Überschrift dazu, diese Frau ist das Böse. Ja, und 1000 Köpfe, die nicken dazu. Dieselbe Frau, aber 1000 Jahre zuvor. Eine Liebe, größer als Menschen möglich auf dieser Welt. Ein Band hin zu ihm, ein Zauber, ein Schwur, eine Liebe, der alles zum Opfer fällt. Ich täusche meinen Vater. Ich verlasse mein Land. Wenn du es bestiehlst, will still ich warten und ja, ich will zusehen, wie man mich wegen deiner Taten verbannt. Ich will zusehen, wie du mir jeden einzelnen Weg zurück zerstörst. Und wenn nötig, und wenn du dann für immer mir gehörst, dann töte ich. 1000 Stimmen, die flüstern, wie dumm. Tausende nehmen die Frau in Schutz und Tausende nehmen es dem Mann krumm, dass er sie für seine Zwecke benutzt. Strahlendes Lächeln, junges Glück, die Flucht aus der Heimat, kein Weg mehr zurück, doch wozu auch, solange sie nur ihn hat. Medea ist schwanger und er freut sich so. Er wünscht sich lange schon einen Sohn und bald kommt der zweite, dem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten. Jetzt wird er für immer mein sein. Die Kinder werden ihn an mich ketten. Ich gehe mit dir fort. Ich belüge Behörden. Was immer du sagst, ich folge deinem Wort. Wenn wir nur gemeinsam glücklich werden, dann lege ich für dich meinen Glauben ab. Dann nehme ich den Bruch mit den Eltern in Kauf. Ich schenke dir Kinder und alles, was ich habe und mein Leben, das gebe ich dir auch. Die Frau mit den dunklen Locken weint. Es gab einen Ehestreit. Auf dem Boden liegt in Scherben ein Bild, auf dem noch alles gut scheint, doch das ist jetzt Vergangenheit. Die Frau hat keine Eltern mehr. Die haben sie verstoßen, als sie geheiratet hat. Die deutsche Sprache fällt ihr immer noch schwer. Sie weiß nicht, wo sie hin soll. Er hat ihren Pass. Kein Weg mehr zurück. 1000 Opfer gebracht. Von der Hoffnung kein Stück. 1000 Mal an Selbstmord gedacht. Er sagt, sie muss hier raus. Wohin ist ihm egal? Das ist schließlich sein Haus. Sie hat überhaupt keine Wahl. Medea ist alt. Die Neue ist jünger. Ihre Tränen lassen ihn kalt. Wenn sie nicht geht, dann wird er sie zwingen. Dann lass mir die Kinder. Er denkt gar nicht dran. Sie soll jetzt mal verschwinden. Das ist doch was, was sie kann oder hast du nicht? Die eigenen Eltern verlassen und wo du auch hinkamst, dir Feinde gemacht. Und jetzt sollte ich dir meine Kinder überlassen. Sag mal, Medea, es wundert mich, dass du nicht selbst drüber lachst. Und 1000 Worte, die stechen wie Messer. Tatsachen, die dreht er 1000-fach um und 1000 Zeugen, die wüssten es besser, doch 1000 Münder, die bleiben stumm. 1000 Türen knallen. Jede Gelegenheit zur Versöhnung verpasst, 1000 Drohungen fallen und so wird aus unermesslicher Liebe unbändiger Hass.
ich gab alles auf für dich. Ich kann nicht mehr weg. Wo wärst du denn jetzt ohne mich? Du wärst doch kein König jetzt, du wärst noch irgendwo im Dreck, hast du vergessen, wie mächtig meine Liebe ist und glaubst du, mein Zorn ist es nicht. Ich werde dafür sorgen, dass du mich nie mehr vergisst. Und während aus wilden Blicken der Wahnsinn spricht, sind 1000 Kinderträume die letzten heute Nacht. Denn Rachepläne vernebeln den Verstand und so hat Verzweiflung zum 1000. Mal eine Mörderin gemacht und Kinderblut klebt jetzt an ihrer Hand. Ich bin das Böse. Ich bin die Mutter, die ihre eigenen Kinder tötet. Hasst mich. Verflucht mich. Druckt mein Bild in jede Zeitung. Schüttelt 1000 Köpfe 1000 Mal über meine Tat. Ich bin die vollkommene Dunkelheit. Aber du bist nicht das Licht. Du bist ein 1000-fach stummer Zeuge, dessen Kopfschütteln still Medea wiegt. Denn ja, ich bin das Böse. Und ich bin 1000-mal in dir.